Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Wild West 16-fach und ich habe es in der letzten Folge versprochen. Wir gucken uns an, ob das hier alles so klappt. Der Mäher-Häcksler, wie auch immer, hat auf jeden Fall seine Position gefunden, fährt jetzt hier auch so ein kleines Stückchen rein und ich gehe davon aus, er dreht jetzt hier noch so eine kleine Ehrenrunde und wird sich jetzt neben ihn stellen und damit beginnt der Spaß. Super. Offset habe ich jetzt vergessen, machen wir nächsten Monat. Brauche ja nur ein bisschen Offset drauf geben, dann nimmt er diesen Quatsch hier auch noch mit. Und er mäht zwar das hier zwischen den Feldern nicht, das scheint irgendeine Restriktion zu sein von dem Krone-Mähwerk. Denn normale Mähwerke mähen das hier. Aber der Krone irgendwie nicht, wenn er so, zumindest wenn er so ausgerüstet ist wie hier. Ja, wenn wir jetzt mal gucken. Ja, fährt er hier rüber. Macht auch nichts. Fährt dann einfach bis zum nächsten weiter. Könnte man jetzt mit einem normalen Mäher rüber und ihn dann mit dem Pickup nur das aufsammeln lassen, aber ist schon super so. Die beiden stehen hier bereit. Dann können wir uns in der Zeit ruhigeren Dingen widmen. Okay, also das sind hier die, das hier ist das Siliermittel, 3x60 Liter, das stellen wir hier hin und da ich schon länger nichts mehr von unserem Kollegen gehört habe, der Holz verkauft, weiß ich, was mit dem los ist, müssen wir uns jetzt auch einmal ganz kurz mit beschäftigen, das ist der Grund, warum ich das nicht doppelt stapel. So, der ist angekommen bei Feld 82, das wissen wir alles. Nee, der fährt noch. Trotz Blitz. Da bin ich aber begeistert. Ja, und in der letzten Folge hatten wir überlegt, ob wir gegebenenfalls hier noch so eine Halle hinbauen. Und ich habe mir das überlegt, ich möchte das machen. Hier sind auch zwei palettengebende Produktion und ich würde einfach zusehen, dass hier noch zwei hinkommen, dann kommen die Bäume weg, wir pflanzen wie immer für jeden abgesägten Baum mindestens zwei noch, mindestens, und dass das alles hier so in Reichweite von unserem kleinen Stapler ist und damit würde ich mich jetzt einfach mal kurz beschäftigen wollen. Also wir nehmen diese Halle, richten die sauber an der Straße aus, das ist schon mal okay. Ich würde dann ruhig, dass wir so ein bisschen Platz haben, aber nicht übertrieben, hier denke ich mal. Das macht doch einen ordentlichen Eindruck. Ah, wir könnten noch mal. Moment mal, ich gehe einfach mal zu dem hin. Wir könnten noch mal zwei, drei Sachen jetzt hier gleich anpassen. Also die Hauptfahrstrecke, das ist ja bei uns eigentlich immer weiß, dann sollten wir das hier auch machen. Nicht zu breit. Und da wurde es natürlich extrem breit. So. Ja, aber das passt. Das ist okay. So, das ist eigentlich unsere Straße hier. Die geht nach hier durch. Aber hier vor ist so ein bisschen, machen wir mal eher so ein bisschen Gravel Dirt. So ein bisschen Matsch. Riverbed ist vielleicht nicht so. Pathway Gravel. So. Bisschen okay. So, und dann wie immer meine geliebten Pflanzen. Ein bisschen. Die wachsen immer gleich rein in die Gebäude. Das ist ein bisschen anstrengend. So, und hier haben wir ja schon das ganz gut gemacht eigentlich. So, hier vor können noch mal ein paar Blumen. Okay, so, dann ist das hier nämlich jetzt unsere neue Halle. Und auch wenn ich nicht der größte Fan davon bin, zu sagen, achso, wir können gleich mal gucken. Nein. Ich mach mal die nächste.
Ein Pilzesammler beobachtet zwei Jäger, wie sie ein geschossenes Wildschwein mühevoll zu ihrem Auto ziehen. Nach einiger Zeit lacht er und sagt, kein Wunder, dass ihr euch so schwer tut. Ihr zieht ja entgegengesetzt zur Richtung der Borsten. Die beiden bedanken sich für den guten Tipp und ziehen nun weiter in Richtung der Borsten. Nach einigen Minuten sagt der Jäger zum anderen, also leichter geht es schon, aber jetzt entfernen wir uns ja von unserem Auto. Ah, der geht ja sogar fast. Ich krieg trotzdem Tusch. Mit dem so was wollte ich eigentlich machen. Achso. Oh ja. Brot. Nee. Wir haben es auf Auslagern. Die macht wirklich nicht so viel her hier. Upgrade 60.000. Ah, wir dürfen auch nicht zu viel Geld ausgeben, ne? Wir wollen den neuen Drescher haben. So. Also zumindest das Brot steht ja hier immer so im Regen. Das fahren wir jetzt hier rein. Und das ist total angenehm, dass einem das sofort so weggesnappt wird. Das macht er bei den Ballen ja nicht. Und gucken wir mal. Und das lohnt. 10.000 Liter, aber das sind eigentlich 15.000. Zack, tauchen die da auf, gucken, ob das auch alles seine Richtigkeit hat. Brot 5.000, Palette mit Mehl 5.000, jawohl. Also jetzt kann ich neben dem Holzgestapel, kann ich nebenbei auch noch ein bisschen Mehl und Brot stapeln. Nein. Naja. Kann nicht immer alles klappen. Also dafür ist der kleine Schäfer wirklich gut. Es klappt tipptopp. Zack. So, einmal noch. Dann gucken wir nach unserem Holz. Der ist jetzt wahrscheinlich tatsächlich wieder irgendwo umgefallen. Dann kann ich da noch irgendwas... Oh ja. Oh ja. So, jetzt gucken wir, ob das so reicht. Reicht. So, wo ist unser Holzlaster? Ja, nochmal an alle, die in den Kommentaren den eigentlich augenscheinlich guten Tipp gegeben haben. Es wäre doch ganz fein, wenn wir... Das doppelt beladen ist richtig. In der Regel wäre das auch so, aber der Trecker trotz seiner 100 Gewichte ist anscheinend zu leicht, um das vernünftig zu machen. Okay, gucken wir nach dem Big X. Das erklär mir mal. Entladedrescher. Das ist ja dann eine. Das ist eine Auto-3-Funktion. Abstand zum Häcksler 3 Meter.
Weiß nicht, mal nicht, ob man, wenn man die Einstellung verändert, dann gegebenenfalls das einmal beenden und neu starten muss. Das probieren wir jetzt mal aus. Ich habe jetzt auf 3 Meter gestellt, ungefähr die doppelte Breite. Komm, wir versuchen das nochmal. Weil der muss auf jeden Fall auch Drescher abfahren können. Komm, du bist fast dran. Könnte es sein, dass er auf dem Feld stehen will? Versuchen wir das mal. Irgendein Grund muss es... Oh, oh, da kommt schon der nächste Kumpel. Gut, dann wird er jetzt hier auf Ruf warten. Der andere kommt vorher. Nicht schlimm. Gucken wir uns gleich an. So. Einmal verkauft, nochmal verkauft. Das war die Hälfte. Also 30, insgesamt 60.000. Na gut, dafür darf er auch mal umkippen. Zurück zum Sägewerk. Wir beladen jetzt aber nur noch einseitig oder einlagig. So, dann hätte ich gesagt, bisschen Tierpflege. Mit dem Favoriten. Und dann ist ja der nächste große Monat, da müssen wir gleich mal gucken, ist dann glaube ich der Juli. Und im Juli werden wir dann schon unseren neuen Drescher brauchen. Und da ist noch ein bisschen was drin. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare. Oh, oh nein, voll in den Reifen. Schreibt mir doch bitte gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet mit der... Mit der zweiten Halle jetzt. Ob wenn das praktikabel ist, sehen wir ja dann. Aber ich fand die Idee eigentlich ganz cool. So, Kühe. Essen haben sie, Wasser auch. Milch. Ja, können wir einmal abfahren. Ein bisschen abfahren muss sein. Wollen wir noch ein paar Körner holen für die... Jetzt habe ich kurz auf meine Uhr geguckt und war hier gegen die Kante vom Gewächshaus. Die härteste Gewächshauskante der Welt. Man muss eigentlich... Wir machen das mit Lampen. Da muss so ein Ding hin. Dass wir da nicht gegenfahren. Okay. Super, 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 super. Super, 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 super. Ja, schmeiß doch das Gewicht weg. Gerade reden ja alle über Starfield. Ich glaube, das ist das neue Game von Bethesda. Ich habe da noch überhaupt nichts von gehört. Habt ihr davon schon gehört? Seid ihr auch so gehypt wie gefühlt das halbe Internet? Ist das so eine Art Fallout oder Skyrim-Franchise? Also ist auch so ein Third-Person-Rollenspiel-Dingsbums oder wird das was ganz anderes? Ich habe da nichts von gehört, tatsächlich. So, was ist hier? Können wir... Ja. Milch bitte ablassen. Und wir haben 20.000 Liter Milch. Das ist wirklich nicht viel. Okay, noch einen kleinen Anhänger. Den Hühnern noch ein paar Körner bringen. Und dann glaube ich tatsächlich, gucken wir noch mal nach der, können wir jetzt mal gleich machen.
Okay, der ist immer noch nicht voll. Ich soll gleich mal drauf achten. Ich will unbedingt wissen, ob das auch mit dem Mack-Truck klappt. Irgendwie so graues Wetter. Wirkt sich richtig auf die Spielstimmung aus, finde ich irgendwie. Wir haben, glaube ich, mehr Gerste, ne? Dann nehmen wir Gerste. Aber mehr als 10.000 soll nicht sein. Nächstes Lied. Wollen wir uns den Überladewagen noch kaufen? Gebt die ganze Zeit Geld aus. Dabei müssten wir eigentlich Geld machen. Aber im Juli würden wir ja auch Cranberry und Hanf verkaufen. Also wenn alles hart auf hart käme, hätten wir ja da auch noch ein bisschen. Jetzt komme ich hier nicht lang wegen meiner selbstgesetzten Poller hier. Also wenn alles hart auf hart käme, hätten wir ja im Juli dann auch noch das Geld von dem Verkauf. Wobei ich natürlich erst den Drescher losschicken wollen würde. Und dann erst den ganzen anderen Quatsch. Wobei als erstes müssen wir wahrscheinlich tatsächlich Gras wieder anstellen im Juli. Tja, da ist unsere neue Halle. Noch steht da nichts. Oh nein. Oh, den bin ich fast hinten drauf gefahren. So, jetzt aber. Nee, reicht immer noch nicht. Machen wir mal Abstandrohr 1,50. Ja, jetzt wollt darüber. Jetzt mache ich mal nichts. Hat noch mal ein Stück zurück. Ja, dann fährt der Krone wieder vor. Warum fährt er nicht? So, jetzt müsste es aber passen, oder? Jawohl. Ja, ein bisschen Tweaking, paar Feinjustagen und schon loppt das. Also da hier passt auch richtig was rein. Derzeit können die beiden, auch er ist sogar schon wieder da. Die sind aber auch zügig, ne? Das wird hier angebaut. Baumwolle. Okay. Interessiert mich ja immer mal. Wenn ich hier mal ich das geträumt habe, bin ich hier mal einen Kurs eingefahren? Muss ich. Moment mal. Ach so, ja, Moment. Jetzt. Wir haben ja mal hier die Dings umgestellt, ne? Die Filter. Ja, das zählt anscheinend unter Fahrzeuge. Oder sagen. Habe ich doch nicht geträumt. So, was wird hier angebaut? Gerste. Auf 985 Hektar komplett verunkrautete Gerste, hätte ich gesagt. Nee, oder? Nee, gell? Wachstum, Ertragsbonus 98. Nee, der sieht nur so aus mit den grünen Blättern. Okay, ja, alles klar. Gut, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis morgen. Tschüss.